Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend und darf Sie ganz herzlich willkommen heißen hier beim TÜV Austria. Kreislaufwirtschaft und Sicherheit, so heißt der Vortrag des heutigen Abends, den uns der Gründer und Gesellschafter der EPIA Switzerland, Herr Albin Kehlin, heute präsentieren wird. EPIA, was bedeutet das? Das ist ein Akronym, das steht für Environmental Protection Encouragement Agency. Und das ist ein Unternehmen, das Herr Kehlin 2009 gegründet hat und das sich mit ökoeffizienten Lösungen für Unternehmen und Organisationen beschäftigt. In dem Netzwerk des Unternehmens sind bekannte Namen vertreten, wie zum Beispiel Puma oder auch Philips, und zeigt schon, dass das, was heute präsentiert werden wird, eine gewisse Tragweite hat und etwas Neues ist. Aber was ist es denn? Womit beschäftigt sich dieses Unternehmen? Das Grundprinzip, mit dem man sich beschäftigt, heißt Cradle to Cradle. Bedeutet Deutsch von der Wiege bis zur Wiege. Sie haben vielleicht schon gehört, Cradle to Grave als Prinzip, schlecht übersetzt, von der Wiege bis zur Bahn. Aber was ist denn Cradle to Cradle? Handelt es sich dabei vielleicht um eine Anleitung für Esoteriker zur Reinkarnation? Die Antwort, ganz österreichisch gegeben, ist ein klares und eindeutiges Jein. Es geht nicht um die Reinkarnation von Menschen, aber es geht um die stoffliche Wiedergeburt von Produkten am Ende ihrer Lebensdauer. Cradle to Cradle beruht darauf, dass Produkte von vornherein so gestaltet werden, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer wieder in biologische und technische Prozesse rückgeführt werden können und das Ganze so gestaltet, dass das sicher passiert. Und Sicherheit, das ist ja das Thema für den TÜV Austria, deswegen passt der heutige Titel Kreislaufwirtschaft und Sicherheit perfekt in den Veranstaltungsreihen unseres TÜV Austria Forums. Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass die heutige Veranstaltung mittels Livestream und auf der Wissenschaftsplattform Upper Science übertragen wird. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und wünsche Ihnen einen unterhaltsamen, spannenden Vortrag mit Albin Kehlin. Danke. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's scientists and businessmen couldn't put Humpty together again. They tried to glue, they tried to stitch. The metals and plastics they could not fix. The poisonous chemistries also a thread. Our children's future is Dumpty's debt. So what do? If we can't throw him away, send him in cycles, nature's way. Plastic to plastic and metal to metal, transforming stuff, cradle to cradle. So what is the knowledge we take from this tale? Upcycling our products is really the way. Not just less bad, but being real good. Cradle to cradle for the future we should. Ja, sehr geehrter Dr. Haas, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass ich heute die Einladung erhalten habe, Ihnen ein Thema vorzustellen, Cradle to Cradle. Es geht um Kreislaufwirtschaft und es geht um Sicherheit von Produkten. Wir reden eigentlich von zwei grundsätzlichen Themen. Das erste Thema, das uns beschäftigt, ist, die Rohstoffe gehen uns aus. Und das zweite Thema, die Qualität der Rohstoffe wird immer schlechter, weil wir recyceln. Und die Idee von Cradle to Cradle, Herr Dr. Haas hat schon erwähnt, von der Wiege zur Wiege,
befasst sich damit, schaffen wir es, Innovationen zu betreiben mit der Industrie, wo wir Produkte schaffen können, wo wir die Materialien, die wir einsetzen, über mehrere Lebenszyklen in der Qualität erhalten können. Keine triviale Aufgabe. Und ich möchte den Vortrag heute so gestalten, dass ich Ihnen kurz das Unternehmen vorstelle, damit Sie wissen, was ist die Rolle, die wir als Unternehmen in unsere Tätigkeiten ausüben. Dann geht es um, was geht politisch vor sich in Europa, in Österreich, in anderen Ländern. Dann eigentlich die Methodik, mit der wir uns auseinandersetzen. Und dann zahlreiche Beispiele aus unterschiedlichsten Industrien, damit Sie sehen, welche Innovation eigentlich gefordert ist. EPEA ist ein internationales Beratungsinstitut in der Umweltforschung. Es wurde von Professor Michael Braungart gegründet. Er ist Chemiker, er hat die Abteilung Chemie von Greenpeace aufgebaut und geleitet. Und er hat 1987 erkannt, es ist der falsche Weg von Greenpeace, die Industrie immer anzuklagen, ihr tut die Dinge falsch. Sondern man muss die Industrie unterstützen. Und daher auch der Name EPEA, Environmental Protection Encouragement Agency, also zu unterstützen. Wir sind mittlerweile über 40 Wissenschaftler in Hamburg, wie Biologen, Chemiker, Physiker, Umweltingenieure. Es ist ein sehr internationales Team mittlerweile, weil es geht um ein Denken in Kreisläufen. Es geht nicht darum, quasi festzulegen, welche Substanzen sind per Gesetz sicher, sondern es geht darum, wissenschaftlich zu überprüfen, ob eine Substanz in einem Kreislaufkonzept immer noch als sicher gilt. Eine recht komplexe Situation. Und was sind unsere Kernkompetenzen? Die erste ist eben, Materialien zu bewerten in Kreisläufen, entweder biologische Kreisläufe oder technische. Die zweite Eigenschaft ist, oder Tätigkeit ist, Alternativen zu finden, zusammen mit der Industrie, von Substanzen, die wir als toxisch erachten. Das sind deren viele. Es geht um eine Betrachtung von Stoffströmen, also von Materialien. Und in den Stoffströmen, die machen nicht in einer spezifischen Industrie Halt, sondern die gehen meistens über alle Industrien. Und es ist unsere Aufgabe, einen Fokus zu schaffen, einen Überblick über alle Industrien. Wir alle kennen die Diskussion Lieferketten, Supply Chain. In einem Kreislaufszenario müssen wir weitergehen, als nur eine Lieferkette betrachten. Also reden wir von einem Netzwerkmanagement, weil wir müssen schauen, dass wir auch den Handel, der die Produkte vertreibt, mit einbeziehen in die Überlegungen, aber auch die Konsumenten, denn wir wollen ja irgendwann die Produkte im Kreislauf zurückkriegen. Und in der Lieferkette haben wir ein beachtliches Problem, dass die Teilnehmer, die Lieferanten in der Lieferkette nicht bereit sind, Informationen zu geben, was sie wirklich tun, weil sie Angst haben, die Information geht irgendwo hin, wo sie nicht hingehen sollte. Und da haben wir eine Rolle übernommen als Wissenstreuhänder. Die liegt einem Schweizer besonders gut. Was heißt das? Wir kriegen Informationen, insbesondere von der Chemieindustrie. Was ist da wirklich drin? Wir verfügen in unserem Institut über kein Labor, sondern wir wollen die Information haben, was wirklich drin ist. Wir übersetzen die Information in Cradle to Cradle. Cradle to Cradle kann man kommunizieren, aber die Information bleibt bei uns. Und seit wir diese Rolle des Wissenstreuhänders wahrnehmen, funktioniert eigentlich auch die Projektgestaltung. Das heißt, wir haben das Vertrauen erhalten von der Industrie. Wir brauchen aber in den Projekten einerseits die Wissenschaft, okay? Weil man muss ja wissen, was sind die richtigen Substanzen, die richtigen Szenarien. Aber auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, eine Projektimplementierung zu machen. Also man muss auch ein Verständnis entwickeln, wie tickt die Industrie, wie arbeitet die Industrie und wie kann ich quasi der Industrie helfen, dass sie Innovationen machen können.
Und dazu haben wir EPEA Switzerland gegründet. Es gibt mittlerweile 10 Büros von EPEAs um den ganzen Globus. Aber ich habe Ende 2009, nachdem ich 5 Jahre Geschäftsführer in Hamburg war, EPEA Niederland aufgebaut habe, habe ich EPEA Switzerland aufgebaut, weil ich war so viel unterwegs. Ich wollte zurück in die Heimat. Und wenn Sie dieses Rechteck anschauen, von Stuttgart, München, Wien, Mailand, Lyon, ist das aus unserer Sicht das industrielle Herz Europas. Es ist der Alpenraum. Die Leute, die da wohnen, reden unterschiedlichste Sprachen, aber sie haben eines gemeinsam, sind alle sehr skeptisch. Sie glauben nicht alles auf den ersten Anhieb. Aber wenn sie einmal die Skepsis abgebaut haben, dann kommt ein Hunger an Innovationsdrang und da können sie wirklich viel mobilisieren. Und wir sind mittlerweile in unserem Team, sind wir über 15 Personen. Wir haben 5 in Österreich, wir haben 2 in Graz. Wir haben in Wien Lukas Merkens, er ist auch hier anwesend. Wir haben jemanden da hinten, wir haben jemanden in Salzburg und wir haben seit letztem Jahr auch jemanden im Vorarlberg. Cradle to Grave, wir brauchen einen Designparadigma. Wie arbeitet die Industrie heute? Take, make, waste. Wir nehmen Ressourcen, wir machen was draus, wir nutzen es. Und je nachdem, wo wir geografisch liegen, geht es in die Verbrennung oder auf die Deponie. Okay? Das müssen wir ändern. Weil wir haben eine Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen. Wir wollen auch im Alpenraum die kommenden Generationen gute Produkte machen, wenn sie nicht über ausreichend Rohstoffe verfügen und insbesondere, wenn sie nicht über die Qualität von Rohstoffen verfügen, dass sie anständige, qualitative Produkte machen können. Also, wir müssen da was ändern. Es tut sich viel. In Europa hat bereits die EU-Kommission und das EU-Parlament 2011 und 2012 eine Strategie verabschiedet, ein Fahrplan für ein ressourceneffizientes Europa. 2020, die wollen dieses Ziel 2020 erreichen. Das sind noch 6 Jahre. Da gehen mittlerweile Milliarden an Fördergelder, wird da in die Wirtschaft gepumpt oder in die Hochschulen gepumpt. Nur habe ich noch nicht gesehen, wo die wirklich ankommen, aber das ist ein anderes Problem. Holland ist ein Land, das Cradle to Cradle werden will. Die haben das 2007 beschlossen, nachdem die den Film gesehen haben von Al Gore, Unconvenient Truth, wo ihr Land nicht mehr auf der Landkarte war. Aber Al Gore hat eigentlich nur Katastrophen dargestellt und keine Lösungen. Und ein holländisches Filmteam hat Geschichten über Cradle to Cradle erzählt und das ist in Holland im Fernsehen ausgestrahlt worden. Und die Holländer haben gesagt, Cradle to Cradle, das ist eine Option für uns. Das ist eine Zukunft. Und Venlo, das liegt an der Grenze zu Belgien und Nordrhein-Westfalen, hat dort schon reklamiert, wir wollen eine Stadt ohne Müll werden. Die Holländer sind sehr gut in der Kommunikation. An der Umsetzung hat es da noch gefehlt. Mittlerweile, 6 Jahre später, erkennt man, es sind viele Gebäude in Venlo, auch von den Behörden, nach Cradle-to-Cradle-Konzeptionen gebaut worden. Sie haben letztes Jahr eine Gartenausstellung gehabt, die heißt Floriade. Die war ein halbes Jahr in der Region Venlo. Und wenn Sie dort einen Radius nehmen von 100 Kilometern Radius, da wohnen 33 Millionen Leute. Also die bewegen was. Also die wollen diesen Weg angehen. Dann Schweiz. Ja, die Schweizer machen auch endlich was. Thema Masterplan Cleantech Switzerland. Sie wissen, die Österreicher waren viel kluger als wir Schweizer, denn ihr habt den Mut gehabt, keine Kernkraftwerke quasi zu nutzen. Ihr habt zwar eines gebaut, aber ihr habt es nicht genutzt. Das war, glaube ich, auch der weise Entschluss. Wir haben mittlerweile 40% unserer Energie ist Kernenergie. Unsere Regierung war dazu mal, hatte die Mehrheit, waren 4 Frauen. Wir haben 7 in unserer Regierung. Die haben es durchgesetzt, dass die Schweiz auf erneuerbare Energie geht, 2050. Und das Thema Ressourceneffizienz haben sie auch übernommen. Es gibt aber eine andere Entwicklung in der Schweiz. Und zwar hat die Grüne Partei der Schweiz eine Verfassungsinitiative lanciert.
Die Schweiz macht ab und zu ein bisschen Presse wegen unterschiedlichen Abstimmungen. Wir müssen ja alle paar Wochen in die Abstimmung gehen, an die Urne. Und hier geht es um eine Verfassungsinitiative Grüne Wirtschaft. Die Regierung hat gesagt, das ist der falsche Weg, Grüne Wirtschaft in die Verfassung zu nehmen, sondern man müsste eine gesetzliche Lösung nehmen. Und mittlerweile beginnt dieser politische Prozess. Es wird 2015 eine Volksabstimmung geben zum Thema grüne Wirtschaft. Das freut uns sehr, weil das ganze Volk muss über dieses Thema debattieren. Die Grüne Partei hat aber einen interessanten Vorschlag gemacht. Wir sollten eine neue Steuer einführen, eine Lenkungsabgabe. Das heißt, Produkte, die ökologisch nicht okay sind, werden besteuert. Und diejenigen, die gut sind ökologisch, werden umgelenkt. Das heißt, die werden vergünstigt. Die kriegen entsprechende Bonusse. Und da sehen Sie zum Beispiel, das erste ist Torf, ist ein No-Go in der Schweiz, weil wir haben in unserer Verfassung den Schutz von Moorlandschaften. Dann das zweite Thema ist ein Wegwerfgrill. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Hier steht eingeschränkt. Ich finde eher, es ist beschränkt. Es geht ums Gemüse eingeflogen. Das ist klimaschädlich. Es geht um normale Produkte. Das bleibt gleich. Es geht um eine Kaffeemaschine, 98% stoffliche Verwertung. Die sollte günstiger werden. Und sie haben Cradle-to-Cradle-Produkte mit drin. Also, es ist ein politischer Weg, der rangeht. Swiss Re, weltweit der zweitgrößte Rückversicherungskonzern, also Versicherungen, die können mit Risiken umgehen. Und ein Rückversicherungskonzern, der versichert eigentlich die Risiken, die Versicherungsunternehmen eingehen. Und wir haben eine Veranstaltung gemacht bei Swiss Re, und Swiss Re hat immerhin die Gurke in London gebaut. Da haben wir einen Anlass gemacht, Designing out the risk. Das heißt, können wir, wenn wir den Ansatz Cradle to Cradle wählen, Risiken aus Produkten und aus der Produktion quasi eliminieren. Ein spannender Prozess ist, man merkt jetzt, es wird plötzlich das Thema auch von der Wirtschaft, von der seriösen Wirtschaft quasi wahrgenommen. Circular Economy, ein Buzzword, wie man fast sagen will. Mittlerweile ist es ein richtiger Hype geworden. In Davos, beim Davos Worldwide Forum, wurde jetzt Circular Economy vorgestellt. Das Ziel ist, dass 100 börsennotierte Unternehmen, Multinationals, den Weg gehen zu Circular Economy. Es kommt von der Ellen MacArthur Foundation. Die Ellen MacArthur hat die Welt umsegelt und hat dabei festgestellt, in welchem Zustand die Umwelt ist und hat gesagt, so, ich muss dagegen was tun und hat eine Stiftung gegründet und hat McKinsey beauftragt, Studien zu machen zu diesem Thema. Und McKinsey hat herausgefunden, wenn wir die Kreislaufwirtschaft umsetzen, dann ist eine Wertschöpfung in Europa möglich von 380 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist aber lange noch nicht Cradle to Cradle. Weil was die hier eigentlich tun, ist, sie optimieren das bestehende System. Also wenn ich ein Recycling-System habe, dieses einfach noch zu verfeinern, das ist noch lange nicht Cradle to Cradle. Ich werde nachher ein paar Beispiele nennen. Was eigentlich unser Ansatz ist, ist, dass wir versuchen, den ökologischen Fußabdruck zu vergrößern. Okay? Nicht diese Idee reduzieren, minimieren, verhindern, verzichten, das ist lineares Denken. Wir müssen schauen, dass wir quasi plötzlich nützlich sein können. Und das ist Cradle to Cradle. Okay? Also da geht einiges in eine neue Richtung. Und was ist das, was wir eigentlich wollen? Und was wir eigentlich fordern, ist, dass wir eine neue Qualitätsdimension von Produkten schaffen müssen. Schauen Sie hier Innenraumluftqualität. Die Feinstaubbelastung in Innenräumen ist 3 bis 8 Mal höher als draußen. Die Politik kümmert sich um die Feinstaubbelastung draußen.
Die Industrie sollte sich um die Feinstaubbelastung in Innenräumen kümmern. Das heißt, wir reden von Bodenbelägen, Bekleidung, Baumaterialien, Farben, Elektronikgeräte. Alle Produkte müssen eine andere Qualitätsdimension von den Inhaltsstoffen kriegen. Denken Sie an die neuen Passivhäuser. Das ist quasi ein Vakuum, das wir bauen, wo wir nachher drin leben. Und wenn Sie da Produkte drin haben, die irgendwelche Chemikalien ausgasen, dann kann das ja nicht positiv und gut sein. Wie gehen wir vor? Wir bewerten jede Substanz, jede Chemikalie. Und in den meisten Produkten sind hunderte von Inhaltsstoffen drin. Bewerten wir ABCX. ABC ist okay, ist tolerabel. X ist rot, muss raus. Grau heißt, wir haben noch nicht Informationen drin, wo wir eine Bewertung machen können. Und schwarz ist eine Bandlist, also eine Verbotsliste. Und da ist zum Beispiel PVC drin. Oder Organochlorchemie. Ich möchte jetzt nicht zu sehr in Details hier gehen. Michael Braungart hat zusammen mit William McDonough, ein Architekt aus den USA, Cradle to Cradle, Anfang der 90er Jahre umgesetzt und gesagt, das ist die Vision, die wir haben müssen für die Zukunft. Und sie haben gesagt, wir müssen Produkte so gestalten, dass sie entweder sicher sind für ein biologisches System oder sicher sind für ein technisches System. Biologisches System, da gibt es viele Produkte, ich kann Ihnen zum Beispiel Textil nennen, sind ungefähr heute 60% der Textilien, die eingesetzt werden, bestehen aus Baumwolle und Polyester. Es ist ein No-Go in Cradle to Cradle, weil wir einen biologischen und einen technischen Kreislauf mischen und wir können die Qualität der Rohstoffe nicht erhalten. Also wir brauchen Innovation. Oder wenn Sie so ein Mikrofon anschauen, das ist eigentlich auch ein No-Go in Cradle to Cradle. Oder viele Kunststoffprodukte, eine Zahnbürste zum Beispiel, die besteht heute aus irgendwelchen komischen Designgründen aus 5 bis 7 unterschiedlichen Kunststoffen. Das ist aus unserer Sicht schlechtes Design. Es gibt eine Cradle-to-Cradle-Zertifizierung. Das war eigentlich gar nicht unser Wille, auch wenn ich das sagen darf hier bei TÜV Austria. Weil wir möchten bessere Produkte machen. Okay? Uns geht es um die Transformation der Industrie, dass sie lernt, wie man bessere Produkte macht und Produkte, die eben kreislauffähig sind. Aber die Kunden haben gewünscht, dass wir eine Zertifizierung machen. Wir wollten nicht ein Öko-Label machen, da gibt es mittlerweile hunderte, sondern wir wollten eine Qualitätsmarke machen und wir wollten eine Zertifizierung über alle Produkte machen, über alle Industrien. Mittlerweile haben wir 80 Industrien zertifiziert. Wir haben einen Standard entwickelt, der qualitativ, glaube ich, sehr anspruchsvoll ist. Die Industrie akzeptiert den mittlerweile auch. Aber wir hatten ein Problem gehabt, dass wir uns quasi selber zertifiziert haben. Das wussten wir. Wir wollten aber zuerst die Qualität definieren. Und ein Mann hat uns geholfen, eine Organisation in Kalifornien zu gründen, Arnold Schwarzenegger. Und er hat geholfen, diese Organisation, das ist eine Non-Profit-Organisation, das Cradle to Cradle Products Innovation Institute in Kalifornien, San Francisco, zu gründen, die von William McDonough und Michael Braungart die Zertifizierungsrechte ohne Entschädigung gekriegt haben. Und die setzen heute weltweit den Standard. Am Beirat von dieser Non-Profit-Organisation ist ein Herr Brad Pitt. Und Brad Pitt sagt, Cradle to Cradle sind eine der 10 Dinge, der wichtigsten Dinge, die ich erfahren habe im Leben. Und er hat auch seine Gebäude, seine Initiativen in New Orleans von der Überschwemmung, hat er auch nach der Konzeption Cradle to Cradle vervollständigt. Ich möchte nicht allzu detailliert gehen in die Zertifizierung, aber damit Sie auch, Sie kennen ja diese Zertifizierungen zum Teil. Es geht hier um 5 Elemente. Das eine ist die Kreislaufschließung, muss darstellen, wie können wir die Rohstoffe im Kreislauf führen. Es geht um Materialgesundheit. Es geht um erneuerbare Energie und Carbon Management. Also ich muss darstellen, welche
Chemikalien emittieren von der Firma. Erneuerbare Energie ist auch ein wichtiges Thema. Das haben wir vor 8 Jahren gemacht. Das haben uns alle ausgelacht. Ja, was wollt ihr damit? Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Es geht um Wasser. Chemikalien im Wasser ist ein Riesenthema. Hier muss das Unternehmen auch darstellen, dass alle Chemikalien in den Prozessen in der Industrie, die reingehen ins Abwasser, dass die nach Cradle-to-Cradle-Konzeptionen sicher sind für biologische Systeme. Und last but not least haben wir Social Fairness. Nicht Social Responsibility, nicht die soziale Verantwortung, sondern die Fairness. Das heißt, hier geht es nicht darum zu schauen, erfülle ich die gesetzlichen Auflagen, sondern es geht darum, was kann ich tun, dass ich einen Einfluss, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft machen kann. Nicht trivial, das umzusetzen. Also es genügt nicht, irgendwie hier einen Kindergarten zu subventionieren oder solche Dinge, sondern was kann ich tun, damit ich wirklich die Welt einen Schritt voranbringe. Mittlerweile ist eine Plattform entstanden von unterschiedlichsten Unternehmen aus unterschiedlichsten Industrien, unterschiedlichsten Produkten, die plötzlich eine gewisse Stärke entwickeln. Und die plötzlich kooperieren, wo eine Kooperation vorher gar als unmöglich erkannt wurde. Also man merkt plötzlich, dass die gemeinsam zum Teil ein Cradle-to-Cradle-Café eröffnen, wo sie miteinander austauschen, wo sie gemeinsam Kunden einladen, so wie ein Event jetzt heute Abend. Das macht das Ganze sehr stark. Ein paar Beispiele. Es geht immer um Beispiele. Als wir in Holland quasi die Aufgabe gekriegt haben, Holland als Land auf diesen Cradle-to-Cradle-Weg zu bringen, haben wir gesagt, wir setzen uns 2 Ziele. Das erste ist Begrifflichkeit, dass die Leute überhaupt verstehen, um was es geht. Denken Sie an das Thema Nachhaltigkeit. Reden viele Leute heute über Thema Nachhaltigkeit, aber jeder hat ein bisschen ein anderes Verständnis. Und das zweite ist, wir brauchen praktische Beispiele, wo wir den Unterschied darstellen können, dass das wirklich was anderes ist. Und wenn uns das nicht gelingt, dann war es halt eine Geschichte, wie viele andere auch. Also wir müssen Taten bringen. Und hier ist ein gutes Beispiel. Eine Firma van Ganzenwinkel sind ungefähr 7.000 Personen. Die Firma ist in der Abfallwirtschaft tätig, macht Abfallmanagement. Die will ihre Kultur ändern von Abfallmanagement zu Nährstoffmanagement. Das heißt, die geht zur Industrie und sagt, ich möchte von euch keinen Abfall mehr haben. Schaut, dass es Nährstoffe werden. Okay? So kriegen wir den Kreislauf. Ein zweites Beispiel aus der Textilindustrie. Sie sehen das Jahr 1993. Das war das erste Cradle-to-Cradle-Produkt. Ich habe das umgesetzt. Bin Textiler vom Ursprung her. Und da ging es eigentlich um die ganze Chemieproblematik, Farbstoffe, Textilchemikalien. Wir hatten ein einziges Unternehmen, war bereit, sich offen zu legen. Von 1600 Farbstoffen konnten wir 16 verwenden. 1%. Von den Webresten, die haben wir gesammelt, dazu mal, 1993, 20 Jahre her, haben daraus einen Filz gemacht und den Filz haben wir verkauft den Nachbarn, Gärtnern, um als Mulch einzusetzen, um Gurken und Erdbeeren zu pflanzen. So haben wir es kommuniziert. Mittlerweile ist diese Erfindung im A380, weil es auch die flammhemmenden Eigenschaften erfüllt und es ist sicher für biologische Kreisläufe. Also das heißt, es muss nicht immer nach Öko ausschauen. Es kann auch sehr ansprechendes Design sein. Das ist eigentlich die Anforderung. Bekleidung, T-Shirt, Trigema. Trigema ist ein sehr charismatischer Unternehmer auf der Schwäbischen Alb, beschäftigt 1200 Leute, produziert nur in Deutschland, gibt eine Arbeitsplatzgarantie für die Mitarbeiter und gibt eine Ausbildungsplatzgarantie für die Kinder der Mitarbeiter. Und da haben wir das Thema Biobaumwolle thematisiert. Ja gut, die Bauern, die Baumwolle biomäßig anbauen, also quasi die Chemie im Griff haben. Wasserverbrauch ist immer noch sehr problematisch, aber dann geht es in die textile Kette, wird mit viel Chemie gefärbt, vielleicht ein bisschen bessere
Farbstoffe und bessere Chemie. Aber dann geht es in die Konfektion und in der Konfektion verwenden sie Polyesternähfäden, Polyesterlabel, Polyesterknöpfe und es wird verkauft als Öko, Biobaumwolle. Was haben wir gemacht? Wir haben quasi den textilen Prozess verändert. Wir haben die Nähfäden biologisch kreislauffähig gemacht. Wir haben die Etiketten biologisch kreislauffähig gemacht. Und wir haben bei den Knöpfen einen biologisch abbaubaren Kunststoff eingesetzt. Mittlerweile hat die Firma über 60 Artikel im Sortiment und auch im Otto-Versand, im Otto-Versandkatalog sind die Trigema-Produkte enthalten. Puma, endlich haben wir eine Brand. Endlich sind auch die Jüngeren unter uns mit dabei. Puma hat aber erst damit begonnen. Die sind erst Basic zertifiziert. Basic heißt, da ist nichts optimiert worden. Man muss hier aber innerhalb von 2 Jahren muss man den nächsten Zertifizierungsgrad erreichen. Wir haben 5 Zertifizierungsgrade. Basic, Bronze, Silber, Gold, Platin. Platin hat bis jetzt noch nie jemand erreicht. Wird sehr wahrscheinlich auch niemand erreichen. Gold ist eigentlich das Wichtigste, was wir erzählen müssen. Da ist die Chemie in Ordnung, 100%, keine Rotsubstanz, keine Grausubstanz. Erneuerbare Energie 50% und CO2 50%. Man kann zwar Zertifikate kaufen. Und Platin heißt Chemie in Ordnung, 100% erneuerbare Energie, 100% CO2 und die gesamte Lieferkette 50% erneuerbare Energie und CO2. Okay? Also Sie sehen, es ist wichtig, die richtigen Ziele zu setzen, damit die Industrie hier auch einen Weg nach vorne machen kann. Laufenmühle Workwear. Hier haben wir eine Innovation geschaffen. Ich habe Ihnen gesagt, dieses Thema Baumwolle Polyester. Letzten November haben wir hier eine Lösung präsentieren können, und zwar Arbeitskleider für Spitäler, die biologisch kreislauffähig ist. Ich bin seit 15 Jahren an diesem Thema dran persönlich. Wir haben bis jetzt keine Lösung gefunden. Mit 3 Jahren mit diesem Unternehmen, wir haben ein Polymer gefunden, das biologisch abbaubar ist, wo die Gebrauchseigenschaften in der Anwendung einem normalen, heute eingesetzten Produkt wirklich die Stange hält, wo wir keine Kompromisse machen müssen. Und dieses biologisch abbaubare Polymer wird nicht aus Lebensmitteln oder Pflanzen gewonnen, sondern ist auch ein Erdölderivat. Hier haben wir einen Riesenschritt gemacht, wo wir bewiesen haben, dass es geht. Und hier ist auch eine bedeutende österreichische Firma involviert, als Faserhersteller zusätzlich die Firma Lenzing. Also wir haben die Lenzing-Fasern, die die Feuchtigkeit aufnehmen können und wir haben dieses neue Polymer, das biologisch abbaubar ist. Es läuft momentan ein Kompostierversuch in Baden-Württemberg, weil industrielle Kompostierung bis jetzt eigentlich noch nicht behördlich bewilligt ist. Wir haben ein Riesenproblem mit diesen biologisch abbaubaren Sackerl, die Sie überall im Supermarkt kriegen. Da muss man Acht geben, ja, wo kommt das Zeugs überhaupt her? Okay. Das meiste, was heute da auf dem Markt ist, ist aus Mais gewonnen. Der Mais kommt meistens aus USA, das heißt, er ist GMO, also genmanipuliert. Und das Hauptproblem aus unserer Sicht ist, die biologische Abbaubarkeit beginnt bei 60 Grad Celsius, aber in einem normalen Medium, Komposthaufen, schaffen sie 40 Grad Celsius. Okay? Also wir müssen hier industrielle Kompostierungssysteme schaffen, damit wir hier eine Lösung finden können. Und das ist der Ansatz, den wir versuchen. Also man muss ganze Systeme muss man versuchen neu zu bauen, um überhaupt diese Kreislaufwirtschaft in Gang bringen zu können. Ein Beispiel der Chemieindustrie. Die Chemieindustrie hat bis jetzt, und ich mache das jetzt fast 20 Jahre, die hat immer gesagt, wenn ihr ein Projekt habt, dann machen wir mit. Dann liefern wir euch die Information. Aber weil wir Wissenstreuhänder sind, durften wir diese Informationen und diese Ergebnisse nicht für andere Projekte nutzen, weil jemand dafür bezahlt hat. Und die Chemie hat sich bis jetzt immer geweigert, dafür zu bezahlen. Das heißt, ihre Rolle war immer eine passive Rolle. Jetzt haben wir die ersten, und das ist eine Trendwende,
dass die ersten Chemieunternehmen sagen, okay, wir bezahlen die Bewertung, dadurch wird die Zertifizierung billiger und wir können dies aktiv nutzen und können das in der gesamten Textilindustrie ausbreiten. Okay? Ein Beispiel aus Österreich wurde letztes Jahr entwickelt, ist seit einem Monat im Fachhandel, also erhältlich, und zwar ein Badreiniger von der Firma Erdal, die Marke Frosch. Und es ist das erste Reinigungsmittel, das sicher ist für biologische Systeme. Das muss man sich mal auf den Lippen zergehen lassen. Das erste Reinigungsmittel, was sicher ist, wenn es ins Abwasser geht. Das zweite Thema, was wir hier haben, ist die Verpackung. Da haben wir ein Thema, was fast nicht lösbar ist, weil diese Industrie hat ihre Hausaufgaben überhaupt nicht gemacht. Wir haben hier in dieser Verpackung mehr Inhaltsstoffe als im Produkt. Wir haben unterschiedlichste Materialien, die sind überhaupt nicht nachvollziehbar, wo die herkommen. Diese Industrie meint, sie hat ihre Aufgaben wirklich gemacht, aber wenn man da wirklich mal mit der Nadel ein bisschen reingeht, dann merkt man, das ist eigentlich ein Dinosaurier, ein Koloss. Und da wollen wir wirklich Initiativen jetzt starten, um hier nach vorne zu kommen. Die Firma Frosch hat eine bedeutende Initiative zusammen mit dem Deutschen Naturschutzbund ins Leben gerufen. Sie arbeiten auch hier in Österreich mit dem WWF zusammen. Also wir sehen, wir haben solch große Probleme hier. Nur schon in der Etikette, da sind so viele Inhaltsstoffe mit den Druckfarben. Es ist gewaltig. Ich komme nachher noch auf ein Verpackungsbeispiel zu sprechen, damit Sie sehen, welche Gefahrenpotenziale sich aus dieser Industrie eigentlich in unserem Leben ausbreiten. Ein zweites Produkt, das wird jetzt im Mai lanciert, auch von der Firma Erdal, die Firma Tana Chemie, gehört zum gleichen Konzern, das ist die professionelle Reinigungslinie. Es geht hier um Gebäudereinigungen von Spitälern, von öffentlichen Gebäuden. Und hier hat man ein gesamtes Sortiment von 8 Produkten Gold zertifiziert. Also diese Firma hat jetzt, wir arbeiten jetzt 3 Jahre zusammen, die Entwicklungsabteilung so weit gebracht, dass die jetzt nach Cradle to Cradle Produkten entwickeln. Sie übernehmen das gesamte Gedankengut und setzen es in neue Produkte um. Und das wird jetzt im Mai auf den Markt kommen. Toilettenpapier. Nicht unbedingt ein Produkt, das man gerne vorstellt, aber ein Produkt des täglichen Gebrauchs. Aber auch ein Produkt, was preislich unter enormem Druck ist. Und die Papierindustrie ist auch eine Industrie, die ihre Hausaufgaben, würde ich meinen, nicht gemacht hat, weil die Papiere nicht sicher sind für biologische Systeme. Wir haben hier ein Unternehmen in Holland, die Firma Van Houten, die setzt 25 Chemikalien ein, 24 davon waren nicht okay. Okay. Also man muss die Dimensionen kennen. Was haben wir gemacht? Wir haben die falschen Chemikalien ausgewaschen. Wir wollten quasi die großen Chemiefirmen bitten, da mitzumachen. Die meisten haben sich gesagt, nee, das interessiert uns nicht. Wir haben zum Teil Start-up-Chemieunternehmen gewinnen können, die gesagt haben, wir helfen euch. Und wir haben jetzt ein Toilettenpapier, was sicher ist für biologische Systeme. Diese Firma gewinnt plötzlich neue Kunden. Sie beliefern den Flughafen Schiphol, KLM als Airline und die ganzen Heineken-Brauereien. Warum? Weil sie einen Mehrwert schaffen. Aber diese Industrie hat 25% Abfall, die nächste Geschichte. Übers Recycling werden die Fasern immer kleiner, da fällt 25% Abfall an. Bis jetzt musste die Firma diesen Abfall immer teuer entsorgen. Jetzt können sie es verkaufen, weil die Qualität plötzlich viel besser geworden ist und sie verkaufen es in die Kartonageindustrie. Und die Kartonageindustrie, Verpackung, hat ein Riesenproblem mit mineralölhaltigen Druckfarben, die migrieren. Sie haben vielleicht vor 2 Jahren diese Geschichte gehört mit dem Adventskalender, mit Schokolade drin.
wo die Druckfarben migriert sind über den Karton auf die Schokolade. Was macht die Verpackungsindustrie? Sie klebt hinten eine Folie drauf und somit ist das Problem vermeintlich gelöst. Aber nicht aus unserer Sicht. Dann vielleicht noch Zertifizierung oder Bewertung von Produkten. WWF, World Wildlife Fund, hat seit vielen Jahren eine Bewertung von grünen Papieren, ökologischen Papieren. Diese Firma hat das erste Mal mitgemacht, hat in alle Kategorien 5 Sterne gekriegt und hat 98% der Kriterien erfüllt. Das ist der Unterschied, den man schaffen kann. Ein weiteres Beispiel, Bau, Gebäude, Bauen. Die größte Industrie heute ist immer noch die Textilindustrie. Die zweitgrößte ist die Bauindustrie und die arbeitet nicht in Kreisläufen. Und hier haben wir grundsätzlich 2 Probleme. Das erste ist, wir brauchen Baumaterialien, die kreislauffähig sind und auch von der Ausgasung her. Und das zweite ist, wir brauchen auch neue Verarbeitungstechniken, wie wir diese Materialien im Gebäude verarbeiten. Denken Sie an diese ganzen PU-Schäume. Denken Sie an die ganzen Isolierungen. Das sind alles tickende Bomben. Also wir müssen eine andere Qualität von Produkten schaffen. Holz. Wir haben hier ein anderes Unternehmen, das auch in Österreich tätig ist, die Firma Bauwerk Parkett. Hier haben wir einen Rohstoff, natürlichen Rohstoff. Aber sobald Sie den mit Chemie behandeln, ist es Sondermüll per Gesetz. Und hier haben wir einen Parkett entwickelt, der ist jetzt seit Januar auf den Markt gekommen, den Sie wieder rausnehmen können und wieder an anderen Orten einsetzen können. Quasi einen Parkett für Generationen. Und die Chemie, die wir da entwickeln, das Projekt ist noch nicht ganz abgeschlossen, will dahin gehen, dass auch dieser Parkett sicher für biologische Systeme sein wird. Also wir schaffen hier auch eine neue Qualität in der Holzverarbeitung, die insbesondere auch in einem Land wie Österreich von wesentlicher und herausragender Bedeutung sein wird. Büromöbel, ein Schweizer Produkt, Firma Giroflex, die auch in Österreich sehr aktiv ist. Diese Firma hat ein eigenes Kunststoffwerk, hat eine hohe Verarbeitungstiefe in Metallen und Aluminium. Die Entwickler haben gesagt, was wollen die uns schon erzählen über Metalle, Aluminium. Das ist ein Kreislauf, der ist ja schon da, da wird ja schon recycelt. Wir haben aber denen zeigen können, was da wirklich drin ist. Und seit die erkannt haben, was da wirklich drin ist, verstehen sie das Material ganz anders. Das heißt, sie können jetzt plötzlich ganz andere Designformen gestalten, weil sie das Material besser kennen. Dann hat die Firma ein eigenes Kunststoffwerk, faserverstärkte Kunststoffe, okay, im Kreislauf führen, war bis jetzt nicht möglich. Die Firma hat einen Weg gefunden, dass es möglich ist. Und das kommt in die Rückenlehnen rein, da muss die Produktsicherheit muss hier garantiert werden, dass diese nicht brechen. Aber die haben ein Verfahren entwickelt. Jetzt der Kreislauf in dieser Industrie, der besteht schon, weil das ist ein gesättigter Markt. Das heißt, Sie können heute nur Bürostühle verkaufen, wenn Sie einen alten zurücknehmen. Also das System ist etabliert. Was macht die Firma? Die setzt einen RFID-Chip unter den Stuhl. RFID ist ein Computerchip. Dort geben Sie die Rohstoffinformation drauf. Wenn der Stuhl zurückkommt, nach 5 bis 10 Jahren, Sie müssen nur schauen, dass der auch zu Ihnen zurückkommt, dann wissen die genau, welche Rohstoffe haben sie drin. Und auf der Basis 2010 haben sie in jedem Stuhl 35 Schweizer Franken, ungefähr 28 Euro an Rohstoffwert. Das heißt, sie haben quasi ihre Rohstoffe, die sie in der Zukunft benötigen, sind bei ihren Kunden. Das ist ein Businessmodell. Das kann plötzlich entscheidend sein und diese Firma wird sehr erfolgreich werden in der Zukunft. Als letztes Beispiel, Elektronik. Da gibt es noch keine Beispiele in Cradle to Cradle, weil wir den Business Case, also wir haben das Geschäftsmodell nicht, wie das funktionieren sollte. Und da hat uns die Stiftung SENS, das ist die Stiftung, die die vorgezogene Recyclinggebühr einnimmt und nachher die Recycler bezahlt fürs Recycling,
die hat uns für eine Studie beauftragt. Und was haben wir festgestellt? Wir haben auf der linken Seite haben wir die Industrie. Und auf der rechten Seite haben wir oben den Konsumenten und rechts haben wir die Recycler. Wir haben festgestellt, dass beide die gleiche Terminologie verwenden. Aber weil sie kulturell einen ganz anderen historischen Hintergrund haben, verstehen sie etwas anderes unter diesen Begriffen. Also haben wir mal versucht, wirklich zu sehen, dass man sich auf Augenhöhe mal versteht. Und jetzt geht es darum, und das sind wir auf der Suche, Projekte zu finden, wo wir das beweisen können, dass es funktioniert. Weil wir haben, glaube ich, den Business Case und dieses Geschäftsmodell entwickelt. Das heißt, wir suchen jetzt Modelle, wo wir mit Firmen quasi das Design neu nach Cradle to Cradle machen können, die Rohstoffe nach Cradle to Cradle modifizieren können, die wir brauchen. Es geht zum Konsumenten. Es geht zurück zu spezialisierten Recyclingfirmen, die nicht mehr einfach das Zeug schreddern und die Metalle nachher irgendwie raussuchen, sondern die eine Anleitung kriegen, wie sie die Teile separieren müssen. Und die gehen wieder zu Rohstoffaufbereitern und können nachher so der Industrie wieder zur Verfügung gestellt werden. Wir haben das einigen Unternehmen gezeigt. Die haben gesagt, wir haben so lange gesucht, das könnte die Lösung sein. Also, und das ist das, was ich gerne habe vermitteln wollen. Auch ein bisschen Hoffnung. Man muss Träume haben, um sie auch realisieren wollen. Und es ist noch viel Arbeit, das zu tun. Und wenn Sie einfach ein bisschen sehen wollen, was für mehr Beispiele auf dem Markt sind, sehen Sie hier eine Website von diesem Zertifizierungsinstitut. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Und bin gerne bereit, auch Fragen oder eine Diskussion mit Ihnen einzugehen. Danke. Ja, sehr geehrter Herr Kedin, vielen Dank für den brillanten Vortrag. Ein spannendes Thema, das uns sicher noch viel bewegen wird. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass es einige Fragen geben wird aus dem Auditorium. Bitte. Ja, das ist eine andere Aufgabe, weil wir sehen ja, dass die vielen Rohstoffe, die jetzt, sagen wir, die letzten 20 Jahre verarbeitet wurden und dorthin gekommen sind, dass die einfach von der Qualität her, würde ich mal sagen, kontaminiert sind, um einen eigenen Begriff mal zu erwähnen. Also das ist quasi eine Aufräumarbeit, die man machen müsste, okay? Und wir sehen ja mit diesen Deponien, das sind ja Hunderte von Millionen, die zum Teil aufgewendet müssen, um diese richtig zu entsorgen. Und das ist eigentlich genau diese Chance, die die Industrie erkennen sollte. Okay? Wenn wir die gute Produkte machen, die in der Qualität für Mensch und Umwelt wirklich sicher sind, wenn uns das gelingt als Industrie, dann habe ich einfach ein anderes Spielfeld. Dann habe ich ganz andere Möglichkeiten. Ich habe nicht mehr diese Sorgen, dass ich irgendwas verstecken muss, sondern ich kann ganz offen und transparent sein. Und wir können intelligent die Konsumenten mit reinbeziehen in die Systeme. Und ich glaube, die Konsumenten sind jederzeit bereit, hier aktiv mitzuwirken. Aber die Industrie hat die Verantwortung. Und die Industrie hat natürlich auch eine schwere Bürde. Es ist natürlich auch die Wirtschaftlichkeit, die gegeben sein muss. Und das ist nicht einfach. Und das ist nicht trivial. Und wie Sie gesehen haben an diesen Beispielen, es braucht eben auch Wissen, das man reinbringen muss in diese Projekte, Verständnis. Man muss auch schauen, dass die Firmen Know-how entwickeln können, weil das ist eigentlich unser Ziel, dass wir das Know-how in den Firmen generieren. Und dieses Know-how, das in den Firmen generiert, schafft neue Innovationen und schafft dann eigentlich auch die Zukunftsfähigkeit für die Unternehmen. Bezüglich Zukunft würde mich interessieren, ob Sie auch andenken an Schulen, diese Informationen zu bringen, HTL, was auch immer. Die Zukunft liegt nun mal in den Kindern und die bringen es dann weiter. Also das ist ein sehr, sehr großes Anliegen. Professor Braungart ist ja Professor. Sie glauben kaum, wie viel Energie es gebraucht hat,
dieses Thema Cradle to Cradle mit in quasi die Ausbildung zu integrieren. Es gibt jetzt einen Lehrstuhl in Rotterdam, an der Erasmus-Universität von Rotterdam. Es gibt in Twente in Holland, an einer Fachhochschule gibt es einen Kurs. Es gibt einen Kurs in der französischen Schweiz zum Thema Cradle to Cradle. Aber die Bildungsindustrie, wenn ich das als Industrie taxieren möchte, das ist eine sehr, sehr konservative Industrie, wie wir festgestellt haben. Und das ist einfach auch das Problem. Wir brauchen diese Öffnung. Es geht darum, einen holistischen Ansatz. Und auch in der Ausbildung, in den Fachhochschulen, Universitäten, egal wo sie sind, da ist ein Schrebergartendenken. Da will einfach niemand versuchen, wirklich diesen holistischen Ansatz, entschuldigen Sie, wenn ich da ein bisschen in eine Wunde den Finger zeige, ja, aber das bewegt mich einfach, weil es geht genau darum. Wir müssen die nächste Generation, die muss es umsetzen. Wir können es höchstens anschieben. Und die Frage, die zentrale ist, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, das ist das, was mich eigentlich bewegt. Also es gibt gute Kommunikatoren. Okay? Das ist eigentlich der Punkt, wie schaffen Sie es, diese Vision, und das ist eine Transformation, eigentlich, wie wir umgehen mit den Stoffen. Okay? Und dieses System, wie schaffen Sie es, dieses System quasi in eine neue Welt zu übertragen? Und das ist eine gewaltige Aufgabe. Und da gibt es eben Kommunikatoren, die sagen, ja, das ist mein Ziel, eine Stadt ohne Müll. Aber die Konsequenzen, die sind gewaltig. Und da, glaube ich, eben braucht es eben auch, und glaube ich, da ist der Alpenraum sehr, sehr geeignet dazu, da sind wir eher skeptisch und sagen, ja, hallo, was soll denn das? Oder? Das geht doch irgendwo. Es war schön, wenn wir das realisieren, aber irgendwo geht es an der Realität vorbei. Da müssen doch irgendwo andere Schritte noch her. Oder da muss ein bisschen anderer Push her, damit das überhaupt realisiert werden kann. Ich habe eine Frage oder ein Verständnis. Also zuerst einmal herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Ich hatte mit zwei Beispielen, die Sie gebracht haben, ein leichtes Verständnisproblem. Und zwar das eine war das Beispiel mit der Spitalsbekleidung, die kompostiert wird. Mhm. Das zweite war das Beispiel mit dem umweltschonenden Toilettenpapier. Das sind für mich jetzt von meinem Verständnis her ganz klassische Cradle-to-Grave-Ansätze. Wo wird da von Grave to Cradle zurückgeschlossen? Ja, vielen Dank. Ich finde es sehr, sehr aufmerksam, diese Wahrnehmung, vielleicht eben beim Papier, da wollten wir einfach, wir müssen einen Diskurs auch schaffen. Okay? Und dieses Altpapierthema ist ja eigentlich eine Kreislaufschließung. Nur, wir müssen einmal es schaffen, quasi die Chemie richtig zu definieren, die es in der Qualität eben ermöglicht. Darum ist das für uns ein Zwischenschritt. Wir haben aber in diesem Projekt gelernt, es gibt auch im Papier geschlossene Kreisläufe. Weil wir haben gesagt, zuerst beim Projektbeginn, das Papier, das ist ein Massenstrom, den kriegen Sie nie geschlossen, okay? Den kriegen Sie nie in der Qualität geeint. Das bleibt immer irgendwie ein Downcycling. Aber wir haben gesehen, es gibt auch geschlossene Kreisläufe im Papier. Und zwar nicht aus Umweltgründen oder Umweltschutzgründen, sondern aus Sicherheitsgründen. Behörden, Banken, Versicherungen sind verpflichtet, die Papiere, die sie produzieren, sicher quasi in den Kreislauf zu bringen, sicher zu entsorgen. Okay? Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Weg, um diesen Kreislauf zu schließen. Das zweite Beispiel, da bin ich sehr froh, dass Sie die Frage gestellt haben, weil das ist genau die Kontroverse. Sie wissen ja, die Situation, die wir heute haben in Kliniken mit Bakterien, ist ja eigentlich ein kaum beherrschbares Thema, also man stößt an Grenzen. Und die Leute, die dort eben arbeiten, die sind natürlich all diesen Umflüssen oder Einflüssen sind die natürlich ausgesetzt. Und das Ziel dieser Bekleidung ist es,
wie können wir es schaffen, dass wir denen eigentlich das Optimum von einer Qualität, die sicher ist für biologische Systeme, geben, damit sie persönlich eine andere Empfindung spüren, dass man auf sie eingeht, dass man die Thematik auch in der Bekleidung, die sie tragen müssen, dass man hier eine Lösung gefunden hat. Und wir haben ganz bewusst gesagt, wir setzen hier das nicht in einen technischen Kreislauf, sondern wir wollen das zurück in die Natur bringen. Und warum wollen wir eigentlich diese biologischen Kreisläufe? Die wollen wir, weil wir haben ein Riesenproblem, das ist die Bodenerosion weltweit. Wir nehmen zerstören unsere Lebensgrundlage. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir industrielle Systeme entwickeln, wo wir Produkte, die biologisch kreislauffähig sind, wieder quasi zu Nährstoffen, zu Humus machen können und den wieder zurück in die Erde bringen können. Und das ist genau dieser Gedanke. Also wenn es uns gelingt, eben in diesen Kliniken dieses Personal, die Ärzte, die Krankenschwestern, so zu sensibilisieren, dass sie erkennen, was wir mit so einer Qualität überhaupt erreichen wollen, dann schaffen wir eine ganz andere Dynamik auch im Verständnis. Und das sind schlussendlich, glaube ich, auch sehr gute Kommunikatoren für die Zukunft. Auch ich möchte mich bedanken für Ihren ausgezeichneten Vortrag und die guten Informationen, die Sie uns vermittelt haben. Mehrfach haben Sie in Ihrem Statement den Kreislauf und die Wichtigkeit des Kreislaufs herausgestellt. Gerade weil Sie aus der Schweiz kommen, möchte ich doch eine Frage stellen, die ich ein wenig vermisse. Sie wissen, dass große Schweizer Investoren in Afrika seit Jahren sehr rege sind bei der Bodenschätzengewinnung. Ich nenne nur einen Bodenstoff, der besonders den Schweizern am Herz liegt, das ist der Bauxit. Und jetzt kommt meine Frage in Bezug auf die beiden Begriffe, die hier mehrfach gefallen sind, nämlich Generation und Kreislauf und ihr Anliegen, die Industrie ins Boot zu holen. Und der Kreislauf beginnt ja bei der Gewinnung der Bodenschätze. Ich kann jetzt nur das, was ich im Berichten gehört und gelesen und gesehen habe, wiedergeben, dass dort sich eine Katastrophe ausbreitet für die Bevölkerung bei der Gewinnung dieser Bodenschätze. Ich meine jetzt nicht irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen im Kongo, sondern andere Länder, wo halt im Friedlichen diese Bodenschätze gewonnen werden, dass aber gleichzeitig dadurch, weil sie rigoros ausgebeutet werden, flächendeckend ein derartiger Nachteil für die einheimische Bevölkerung erfolgt, dass also beginnend bei der Geburt eines Kindes Missbildungen erfolgen, dass das Wasser nicht mal eine Qualität besitzt, die es ermöglicht, das Wasser zu nutzen, wie es vorher war, weil keine Rücksicht darauf genommen wird. Berücksichtigen Sie bei dieser Zertifizierung, die Sie zwar anfangs nicht wollten, aber doch jetzt eingeführt haben, auch in den Indikatoren diesen Umstand, dass die Bodenschätze, die gewonnen werden, auch unter Berücksichtigung Vor- und Nachteile für diejenigen, die dort leben, auch entsprechend ein Augenmerk besitzen. Danke. Also ich kann nur unterstützen, was Sie gesagt haben. Und genau das ist das eigentlich, was wir auch in unserem Ansatz verfolgen. Also wir schauen auch sehr genau hin, wo kommen diese Rohstoffe her und wie werden die auch behandelt. Im Bereich Social Fairness ist auch ein Element mit drin, dass Sie beweisen müssen, dass Sie die Lieferkette, also vom Ursprung vom Rohstoff her, dass Sie das auch sozial fair darstellen können. Aber wenn Sie den Cradle-to-Cradle-Gedanken eben auch zu Ende führen und Sie sehen, gut, wir brauchen Rohstoffe, aber wenn wir die Rohstoffe im Kreislauf über mehrere Leben erhalten können, auch in der Qualität, dann schaffen wir einen ganz anderen Fakt für diese Unternehmen, die heute wirklich größtenteils auch zu Unrecht die Rohstoffe aus der Erde entnehmen. Und das ist genau der Ansatz, den wir haben.
Und ich kann Ihnen sagen, ich habe diese Woche mit einem dieser großen Unternehmen, die im Thema Bauxit tätig sind, hatten wir ein entsprechendes Meeting. Und da sind genau auch diese Fragen lagen auf dem Tisch. Und genau da brauchen wir Lösungen. Okay? Es geht um eine bessere Welt. Was können wir tun, dass die Welt ein Fairness kriegt, wo wir einfach eine bessere Zukunft schaffen können, vor allem für die Welt, aber auch für die nächsten Generationen. Was hat Bauxit für eine Bewertung auf Ihrer Liste? Zweite Frage, wie kann Erdal mit einem Produkt, wo die Verpackung sehr bedenklich ist, einen Gold Award bekommen? Und drittens, wie finanzieren Sie sich? Danke. Okay. Also, ich kann gerade das aufnehmen, was Erdal angeht. Also die Zertifizierung ist für klar ausgewiesen, für das Produkt ist es Goldzertifizierung und die Verpackung ist als Silberzertifizierung ausgewiesen. Ja, da sind eben Chemikalien drin, die eben nicht okay sind. Darum haben sie nicht den Goldstandard. Ja, das, wenn Sie die Norm der Zertifizierung lesen, ist das möglich. Aber wir machen klar darauf aufmerksam, und ich glaube, das ist das Wichtige. Sie können diese Normen können Sie so und so betrachten. Man muss eben auch ein bisschen Inside-Information haben. Aber wir machen klar aufmerksam, dass die Verpackungsindustrie jetzt gefordert ist, Schritte zu machen, wo wir in eine Welt kommen, wo wir eine Verpackung der Zukunft schaffen können, die einfach auch für die Welt einfach auch eine Lösung darstellt, wo wir als Konsumenten auch ohne schlechten Gewissens umgehen können. Die zweite Frage war Bauxit. Ja, Bauxit, Aluminium. Wenn Sie Aluminium von der Herstellung her, also von der Entnahme von den Rohstoffen, wenn das unter fairen Verhältnissen ist, Sie Aluminium im Kreislauf führen können, die ganzen Galvanisierung und die ganzen Beschichtungsthemen, die auch mit Chemie ist, die Cradle-to-Cradle-fähig ist, dann ist es ein Rohstoff, der über mehrere Leben eingesetzt werden kann. Und die dritte Frage war, wie finanzieren wir uns? Entschuldigung? Nein, das ist... Also das hat nicht nur mit dem Aluminium zu tun, sondern alle Chemikalien, die da reinkommen. Das heißt eben, die Beschichtungen zum Beispiel, die Farben, die werden auch beurteilt. Oder wenn es andere Verfahren gibt, die werden alle beurteilt. Auch Legierungen, die drin sind. Okay? Und zur Finanzierung, ja, das ist immer ein Thema. Also wir werden nicht gefördert. Wir sind ein privat organisiertes Unternehmen. Wir müssen uns über die Projekte mit der Industrie finanzieren. Damit bleiben wir unabhängig. Und was ist unser Interesse? Unser Interesse ist, dass Know-how in den Firmen entstehen kann. Es geht um geistiges Eigentum. Die Firmen müssen einen Vorteil sehen können, den sie nutzen können, wo sie sich im Markt besser darstellen können. Und dann macht die Industrie auch den Weg. Das ist momentan in der Phase, wo wir jetzt sind. Das heißt, wir sind jetzt immer noch am Anfang. Wir sind immer noch an der Etablierung von Leuchttürmen. Wir müssen zum Teil einzelne Unternehmen in riesigen Industrien dazu bringen, endlich diesen Weg aufzuzeigen. Es ist möglich. Sonst heißt es nämlich immer, es geht nicht. Aber wenn das mal erreicht ist, und das sehen wir in einigen Industrien, dann öffnet sich dieses Know-how plötzlich. Dann finden sich Firmen, die früher Mitbewerber waren, plötzlich als faire Mitbewerber im Markt wieder und sie schließen sich zusammen, wo sie gemeinsam Angebote an den Markt machen, wo sie diejenigen, die eben die Hausaufgaben nicht erfüllt haben, differenzieren können. Und dadurch schaffen sie einen Wettbewerbsvorteil. Also es ist ein Weg der Entwicklung, den man angehen muss. Ich habe noch eine zweite Frage. Sie haben relativ am Anfang Ihres Vortrags gesagt, es sei der falsche Weg, den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Zuerst einmal, das widerspricht der fünfstufigen Abfallhierarchie der Europäischen Union, weil die Abfallvermeidung
an oberster Stelle zu sehen ist. Sie haben weiter noch gesagt, das Ziel muss es sein, den ökologischen Fußabdruck zu vergrößern. Jetzt ist es so, dass das automatisch mit verstärktem Ressourceneinsatz einhergeht. In welchem Kontext darf ich das verstehen? Ja, also ich danke auch für diese Frage, weil es ist die Kontroverse, die wir, würde ich mal sagen, ein bisschen bewusst und pointiert auch darstellen wollen. Weil der Grund ist eben der, wie schaffen wir den Paradigmawandel? Schaffen wir den nur, indem wir es ein bisschen besser machen? Meistens aus meiner Erfahrung machen wir eine Verschlimmbesserung, sondern die Konsequenz, die wir einfach fordern und darum eigentlich auch diese Differenzierung gegenüber gewisser Meinungen in der Politik, bitte entschuldigen Sie das, aber ich glaube, das ist auch wichtig. Wir müssen aufzeigen, dass auch dieser Weg nicht ausreichend ist. Wir müssen einen anderen Weg aufzeigen, der zukunftsfähig ist. Und das ist unser Ansatz, das ist unsere Debatte, die wir führen. Also ich kann Ihnen ein anderes Beispiel nennen. Ich war an einem Papierkongress in München im November und da war eine Person vom Deutschen Bundesamt, die sich mit dem Thema Blauen Engel befasst, ein anderes Zertifizierungssystem. Und ich hatte einen Vortrag über Cradle to Cradle. Natürlich kam die Frage aus dem Publikum, ja, was ist jetzt besser oder was ist der Unterschied? Und da wurde die Beamtin gefragt, also eine Beamtin aus dem deutschen Umweltministerium. Und sie hat gesagt, Cradle to Cradle ist die Vision. Da müssen wir hin. Der blaue Engel ist ein Kompromiss, den wir versuchen, mit der Industrie zu gehen. Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Vielen Dank auch an Sie, Herr Kellen, für das geduldige und kompetente Beantworten. Ich bin sicher, es gibt noch weitere, möchte aber gerne den Ort des Geschehens etwas verlagern und Sie herzlich einladen zu einem kleinen Buffet im Keller dieses Gebäudes und wir können uns ja unterhalten, ob auch das Buffet Cradle to Cradle ist. Wir haben einen kompetenten Berater. Schönen Abend noch. Danke.